Sie selbst, Frau Roth, haben Ihren Antrag völlig wertlos gemacht, indem Sie sich im Iran diesen Strukturen unterworfen haben. Stoppen Sie die Zeit, jetzt werde ich strukturell benachteiligt als Mann. Also, bitte, Ihre Einwurf. So, Herr Bistron, ich versuche hier die Sitzung zu leiten. Ich bitte, wenden Sie sich an die Kolleginnen und Kollegen und ich werde dann gegebenenfalls auf Ihre Geschichten antworten. Es gibt hier schon Diskussionen im Hause, dass Sie der Rolle als Vizepräsidentin nicht gewachsen sind. Sie bestätigen das. So, wir werden diese Äußerung von Herrn Bistron selbstverständlich im nächsten Ältestenrat befassen, wer hier würdig ist und wer nicht würdig ist.